Mein Name ist Jens Bihal, Eduard Züblin AG. Ich bin dort technischer Gruppenleiter im Bereich Planungskoordination der Direktion Stuttgart. Meine Aufgabe hier am Central Business Tower ist die Projektleitung der Planungskoordination. Wir haben hier ein Team aus ca. 70 Architekten, Ingenieuren unterschiedlicher Fakultäten, Haustechnik, Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutz, Freianlagen, um nur die wesentlichen zu nennen, und erstellen hier und koordinieren die Ausführungsplanung. Wir tun dies modellbasiert nach der BIM-Methodik, aber dies nicht nur für die Ausführung und die Errichtung des Gebäudes, sondern auch im Hinblick bereits auf Facility Management und die Übergabe an die Bauherrschaft. Ja, als Experte im Bereich der Planungskoordination durfte ich bereits zwei Hochhäuser errichten, den Opernturm und den Taunusturm. Der Central Business Tower hat jedoch für mich persönlich auch ganz besondere Herausforderungen, ist nicht nur das höchste Gebäude mit 205 Metern, sondern auch vom technischen Anspruch her das komplexeste. Wir stehen hier zum einen auf der Baustraße, unsere Logistikader, die wir vorab errichtet haben. Wir haben als weitere Besonderheit hinter uns auch zu sehen die sogenannte Deckelbauweise, was eine sehr, sehr intensive Verzahnung zwischen dem Tiefbau, also der Baugrubenumschließung, und dem späteren Hochbau bedeutet. Wir haben vom Bautenstand her derzeit die erste Deckeldecke U20 gebaut, sind im weiteren Fortschritt, bauen die nächste Deckeldecke U40. Das hat für die Planung die Besonderheit, dass wir erst im U20, dem zweiten Untergeschoss, begonnen haben zu planen, da nach unten planen, also so die Planungsabfolge eigentlich umgedreht haben, um die Baustelle mit den Plänen rechtzeitig zu bedienen. Wir haben zum einen eine sehr, sehr dezentrale TGA-Versorgung, was das Thema der vertikalen, aber auch der horizontalen Erschließung für die späteren Mietbereiche betrifft. Wir haben nicht nur klassischerweise eine Technikzentrale im ersten Untergeschoss und Hochhauskopf, wir haben drei weitere Zwischenzentralen in der Ebene 15, 28 und 40. Das hat zur Folge, dass wir mit sehr optimierten Schachtquerschnitten auskommen, was wiederum eine sehr, sehr große Wirtschaftlichkeit für die Bauherrschaft bedeutet. Ferner haben wir von der Erschließung her einen sehr, sehr knappen lichten Deckenhohlraum mit nur 36 cm zur Verfügung. Einerseits dominiert durch die großen Spannweiten von bis zu 12,50 m für stützenfreie Geschossquerschnitte und Grundrisse für den späteren Mieterausbau. Ferner haben wir die Integration des Bestands. Wir haben zum einen die bestehende denkmalgeschützte Fassade entlang der Junghof und der Neuen Mainzer Straße. Wir haben aber auch die ehemalige Schalterhalle, die Rotunde, die rückgebaut und später im Neubau wieder errichtet wird. Wir haben diese Bestandselemente im Vorfeld mit 3D-Scans aufgenommen, um für die Planung in der BIM-Methodik die größtmöglichste Planungssicherheit zu erlangen. Als weiteres sehr komplexes Thema zwischen Rohbau und Fassade haben wir hier das Thema der Verformungen. Wir haben ja sowohl Verformungen in vertikaler Richtung als auch in horizontaler Richtung für das Gebäude zu betrachten. Wir hatten hier einen sehr interaktiven Prozess, wie gesagt, zwischen der Tragwerksplanung und der Fassadenplanung. Es geht nicht so sehr um das globale Setzungsverhalten des Gebäudes, sondern vielmehr um Differenzsetzungen zwischen unterschiedlichen Stützensträngen, um diese Verformungen, die ja nun einfach auftreten am Gebäude, später in der Fassadenkonstruktion berücksichtigen zu können, um auch die Dauerhaftigkeit und die Funktionsfähigkeit der Fassade für den späteren Nutzer und Betrieb sicherzustellen.